Willkommen zurück, Leute, bei Pokémon Feuerrot. Ich muss lachen, weil mir ist was saublödes passiert. Ich wollte gestern die Videos verschieben, weil die heißen bei mir ja nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und dann habe ich den Ordner nicht gefunden und habe mir so, hä? Es muss doch den Ordner geben, der Feuerrot heißt. Aber ich habe den Ordner Blattgrün genannt und habe es deswegen nicht gefunden. Wie dumm! WTF. Und es ist mir erst aufgefallen, diese Woche, weißt du, wo schon alle Parts irgendwie, 16 Parts oder so waren es doch schon, oder 13 mindestens, auf jeden Fall dumm, ey. Okay, ihr habt schon gehört, ich habe Markus wieder dabei. Ja. So, Markus, ich bin schon ganz aufgeregt. Heute Nacht um 12 Uhr kommt ein Infovideo, weil ich da 2 Jahre Let's Playerin bin. Also für euch ist das vorgestern, für ihn ist es heute noch. Oh, okay. Da bin ich ja gespannt. Cool, gell? Hey Kitty, was hast du hier verloren? Mein Ohrring. Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor. Okay, ich glaube, ich habe Paralyseheiler gekauft. Da fragt man sich doch gleich mal, welche Pokémon-Feldzüge. Tja, die Kreuzzüge, die... Ja, aber das heißt doch, die Menschen müssen mal gegen die Pokémon Krieg geführt haben oder so. Wahrscheinlich haben sie das. Intensität! Mach eine hohe Intensität! 10! Boah! Bäm! Nemo zerstört! Oh, der arme Walter mal. Okay. Jemand hat mir gesagt, Dingsbums hat überhaupt nicht Schwebe. Übrigens, ja. Magneton und Magnetino. Wir haben nicht Schwebe? Nee, anscheinend nicht. Noch eine Intensität. Hast du schon Pikachu probiert? Nö. Oder, kann sein. Dann kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich hätte gedacht, dass es Schwebe hat. Naja, wenn nicht, dann nicht. Probieren wir doch jetzt. Jetzt ist noch eh Magneton dran, oder? Hat er noch Magneton, oder? Raichu, achso, du hast gar kein Magneton. Oh, du Loser, wieso hast du kein Magneton? Mit Magneton hättest du gewonnen. Magneton ist tausendmal cooler als Raichu. Raichu ist fett und hässlich. Ich mag Raichu nicht. Ja, ich bin auch nicht unbedingt der Raichu-Fan. Hast du schon gesehen, wie ich mein Chest mit, also das, den neuen Pflanzenstarter gemalt habe? Das ist schön geworden. Spieler besiegt Gleiter Mädchen Bob. Wow, du weißt, wie man kämpft, Soldat. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Dankeschön. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon jetzt jederzeit Fliegen einsetzen, das du noch nicht besetzt. Aber ist doch egal. Hier, du, nimm das da. Diese Attacke erhält... Dummer? Schockwelle. Ich wollte sie dir eigentlich zeigen, aber du hast mir keine Chance zum Angriff gelassen, du fiese kleine Kuh. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ach so. Ich glaube, ich habe gar keinen Elektro-Pokémon. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Magneton kann tatsächlich keine Schwebe. Ach so. Mr. Krabs. Hallo, Mr. Krabs. Das ist mein Zerschneider-Opfer. Mr. Krabs. Ja, ich kann jetzt Fliegen einsetzen. Jetzt müsstest du es nur noch haben. Auf der MSN war ich schon? Auf der MSN? Oh mein Gott. Okay. Die MSN. Na, willst du jetzt einen Happy Tag? Willst du es gegen mein Porenta tauschen? Ja. Ich glaube, das Porenta, das hier uns gibt, heißt Polente. Kann das sein? Könnte sein, ja. Hey, was willst du denn hier? Oh, hallo Mina. Wie geht es dir? Ich bin einer von den Assistenten und so. Du hast bereits einen anderen hat ja ein Paket von Professor Eich für dich. Er sagte, er suchte dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Hä? Müsste ich dir nicht lang begegnet sein? Nein. Du müsstest über den Diktatunnel zur Route 2 zurück. Ach. Dann nehme ich mein Fahrrad. An meinem Fahrrad ist alles dran, damit so leicht nichts passieren kann. Oh Gott. Ich verstehe, aber ich bin noch vollständig. Weißt du, worüber ich gerade so nachgedacht habe?
Ich find's irgendwie, cool, wenn die MSN nicht MSN oder MSNE heißen würde, sondern irgendwie MS Bert. Das ist echt awesome. Hey, du bist dick da schneller als ich. Ich hab doch durch Venture Bob Initiative bekommen, dachte ich. Trotzdem, ich hab dich voll angelogen. Ja, ist eins der schnellsten. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ja klar, ein Schritt darf ich machen, sehr nett. Ja, das hab ich auch mir gerade gedacht. Egal, alles Erfahrungspunkte für Lisa Knoppers. Knospers. Knospers? Ich bin immer noch für Knospers. Juhu, das schaffen wir. Schade. Wow, Dick, ja, hi, na? Es ist auch eigentlich eine Herausforderung. Schaffe den Dickda-Tunnel ohne Schutz und ohne, dass dir ein Dickda begegnet. Videoantworten sind gern gesehen. Da, da. Aber wenn der Schutz nicht im Tunnel ausgeht, kann man nie nachprüfen, ob die Person vorhin Schutz eingesetzt hat. Ja doch, man könnte es nachprüfen. Man muss dann am Ende des Videos einen Schutz versuchen zu benutzen, und dann da steht, der Schutz wirkt noch, dann haben die getrickst, wenn da steht, Schutz wurde aktiviert, dann haben sie nicht getrickst. Schutz wurde aktiviert. Major Bob will uns jetzt zur B schicken, aber wir wollen nicht, wir sind Mädchen. Wenn wir Junge müssen wir jetzt zur Army. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte, siehst du? Ich wollte dich fragen, wie du es denn findest. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei dem neuen Pokémon-Spiel X und Y. Da gibt es ja jetzt einen EP-Teiler und wenn du den anschaltest, der ist bei deinen Basis-Items. Ah ja, ich habe es gehört, dann bekommt jedes deiner Pokémon Erfahrungspunkte. Also das erste bekommt die vollen und die anderen, glaube ich, 50% oder sowas. Das habe ich, ja, das habe ich schon gehört. Ich habe das dann auch schon mal durchgerechnet. Das ist ein bisschen krass, weil letztendlich hast du dann einen EP-Teiler, der nämlich, wenn du praktisch ein Pokémon benutzt, wenn du es einfach aktivierst, dann hat der LP-Teiler statt einem hundertprozentigen, also den normalen Effekt, einfach mal den 500-prozentigen Effekt. Das ist einfach mal fünfmal stärker. Ja. In Doppelkämpfen ist es 400% plus 200% im normalen. Ich finde das schon eigentlich gut, aber ich denke, dass man dann halt so overpowered ist. Also ich kenne jetzt viele, die es durchspielt haben. Ich hab's ja gar nicht. Aber ich kenne halt viele, die es durchgespielt haben und gesagt haben, ja toll, T-Job 4 war so leicht wie noch nie, weil du einfach überhaupt kein Problem mehr mit dem Level hast. Ich meine, klar, das ist cool, weil die Zeit einfach nicht dabei drauf geht, so wie sonst immer. Ja, das stimmt schon. Ich hätte mir das Leveln gerade für den Pokédex vervollständigen können, sehr, sehr nervig. Ich finde es aber auch cool, dass man jetzt, wenn man Pokémon fängt, Erfahrungspunkte kriegt. Das finde ich gut. Und dass man seinen Charakter für sich selber irgendwie so zum Friseur gehen kann und Klamotten kaufen. Das habe ich das fand immer ich, gewünscht. Das fand ich auch cool. Das habe ich auch cool gefunden. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich habe bisher sonst ansonsten noch nicht viel von X und Y praktisch mitgekriegt. Ich will mir das aber auf jeden Fall mal angucken, weil das, was ich bisher gesehen habe, gehört habe, das war ziemlich cool. Ja, ich schaue mir zwei Let's Plays an. Eins zu X und eins zu Y. Geh doch mal von dem blöden Fahrrad runter, sonst kann ich nicht Stück für Stück laufen und gucken, ob da ein verstecktes Item liegt. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war. Und irgendwie ist das so der perfekte Ort für ein verstecktes Item. Aber da ist nichts. Okay. Martin, setz den Zerschneider hier ein. Oder warte mal. War der nicht sogar hier? Du bist jetzt gleich auf Route. Oder du bist jetzt, glaube ich, auf Route 2. Gleich bin ich im Britannia-Wald. Nee, bist nicht. Hi! Sobald dann ist deine Pokémon Blitz erlernt und kannst du dich in den Felstunnel wagen. Du kannst es auch ohne tun, aber es ist halt alles so easy. Hallo! Erinnerst du dich? Ich bin ein Assistent und 10 Pokémon. Ja.
Oh, du benötigst 10 Blatt. Gehen wir jetzt auf Pokémon-Jagd. Mir fehlen 3 Pokémon. Eta, cool. Alter. Wieso hast du noch nicht 10 Pokémon? Wow. Ich habe ja nie einen gefangen. Ich hätte ja eigentlich nur 7, nur 6, wenn ich das mal ziehe. Ich hätte nur, weil es der Schneider lernen kann. Ja, ich will. Los, schneller. Ich habe keine Zeit. Ich habe es schon mal erwähnt. La 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 la, Radfratz! Schade. Dann ein Taubsi. Oh, ich hätte vielleicht ein anderes Pokémon vortun sollen. Obwohl, du kannst es einschließen. Naja, kannst doch einfach so Pokébälle werfen. Ich bin Level 3. Ich glaube nicht, dass sie so lange. Ich will ja nicht riskieren. Hast du denn Pokébälle überhaupt? Ja. Na klar. Oh, ganze 7. 1, 2, 3. Taubsi wurde gefangen. Oh. Sehen wir wenigstens mein Pokédex-Einträge. Es verschmäht den Kampf und verbirgt sich daher gerne im hohen Gras, wo es nach Nahrung in Form von kleinen Käfern Ausschau hält. Die haben Raubis und Horleos und Saraborn. Oh, ich will dem gar keinen Spitznamen geben. Nein! Dann, okay, geh einfach, dann geh einfach auf okay, dann wird es trotzdem Taubsi genannt. Fuel! Fuel. Ja, kennst du nicht, Bambi? Ja, doch, doch, ich kenn's, ja, ich weiß, was du meinst. So süß. Gibt's eigentlich Stimme? Hier? Ja, ja, Skuntank. Aber das ist da. Das ist nicht so schön. Und ich bin gerade so überlege, wie ich so vorstelle, wie du so gesagt hast, theoretisch, stell dir mal vor, so ein kleines Taubsi hat so ein riesiges Garaborn im Mund. Das wäre irgendwie voll komisch. Ich weiß nicht, essen die Vögel denn auch Spinnen eigentlich? Wegen Ariados? Ja. Oder Ladybar und Hein. Ich hatte heute schon immer einen Käfer an meiner Fensterscheibe. Habe ich gleich fotografiert. Bevor du ihn zerquetscht hast. Nein. Ja, wie leben, also weg. Oh, hallo Radfratz. Radikal. Nein, du bist doch kein Radikal. Radikal. Hallo, du bist immer noch kein Radikal. Radikal. Denn mir kommt ein Krankenwagen. Wie bei deinen Aufnahmen immer. Ja. Das ist ein Fluch. In der neuesten Kingdom Hearts Aufnahme war auch wie ein Krankenwagen. Die war erst heute. Was ist nur los in meiner Stadt? Hey, ich hab doch gerade wieder geslowdowntes Internet, ja? Und ich schaue deine Folgen trotzdem immer an auf 144p. Ich erkenne ungefähr gar nichts, aber ich schaue sie mir an. Oh Mann, das ist echt übel. Du könntest sie auch vorladen lassen. Hab ich mir auch schon überlegt, aber da müsste ich ewig warten. Das finde ich auch blöd. Dann schaue ich sie lieber auf 144p anstatt auf 240. Und am 25. oder 26. gibt es einen Stream. Da will ich Portal 2 spielen. Portal 2? Blind? Ja, nee. Also ich habe das mal gespielt, aber dann war doch mein PC kaputt. Und deswegen ist mein Speicherstand halt weg, also ich muss sie von vorne anfangen. Und ich kenne aber noch nicht so viele Level. Naja, Portal ist nicht sehr groß. Die Frage ist natürlich, was verstehst du unter dem? Aber ich bin am überlegen, ob wir nicht denn... Oh, ich muss gleich niesen. Ob wir nicht den Koop-Modus spielen. Also ich und Waffe eventuell. Ich hab Portal 2 übrigens auch. Tja. Ja, das muss ich mal überlegen. Aber der Koop-Modus ist natürlich eine völlig andere Story und Rätsel als... Ich weiß, viel schwieriger wahrscheinlich. Pff, nee, es ist bloß so, man muss halt für 2 Leute denken. Also eigentlich müsste jeder für sich selbst denken können, theoretisch, aber als ich Portal Koop gespielt habe, lief es dann so hinaus, dass ich mir das angeguckt habe und dann gesagt habe, hier, hör zu, das und das und das und hallo, das. Hallo, du behindertes Mist-Pokémon. Du hast gerade nicht aufgewacht. Trottel. Warum versuchst du einen Saftmann zu fangen? Fangen wir doch lieber einen Raupi. Ja, nee. Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Jetzt rufe ich meinen Superball. Den rufe ich, ja. Den werfe ich nicht. Den rufe ich.
Superball, los, flieg und sieg! War das nicht Mondkristall oder sowas? Nee, Mondstein. Mondstein, genau. Beutel! Super, super Ball! Los! Miau! 1, 2, 3! Safkon, du! Liebes, nettes, kleines Pokémon. Das tolle. Finde deine 7 Pokéballs. Ich habe ein tolles Bild gesehen. Da gibt's eine Pokéball-BH. Und der war so cool. Voll genial. Ich habe auch mal sowas gesehen in da gab es auch mal so ein BH mit einem NES-Controller drauf. Oh cool, das ist auch cool. Hat mir meine Freundin gezeigt, ich habe gesagt, ja, damit würde ich auch gerne spielen. Zum nächsten Ding will ich, zu meinem nächsten Geburtstag will ich Dings, Pokéball-Muffins backen. Pokéball-Muffins? Ja. Superball und Meisterball und Superball und Heilball und normaler Ball und Tauchball und Netzball und keine Ahnung was noch für Bälle. Und alle Bälle von Kord. Seine Haut. Schwerball und... Achtung für die Farbenblinden extra. Seine Haut ist grün. Beim Wachsen streift es sie ab und verpuppt sich in einen Seidenkokon. Also gut. Ich wollte gerade noch was sagen. Letztes Mal in der Stadt. Da war ich in der Stadt, da kommt einer... Der mich nach dem Weg zur Bücherei gefragt hat, und ich so, ja, ich lese ja viel, cool, Bücherei kenne ich, gell? Dann schicke ich sie da hin, dann sage ich, ja, da müssen sie davor, und bei dem grünen Haus auf der linken Seite, dann, ja, ich bin farbenblind. Na toll. Da will man einmal nett sein und jemandem helfen, dann, ja, ich bin farbenblind. Nein, dumm, warum? Dumm, dumm. Lass das gefälligst. Hallo, ich bin Professor Eich. Hast du jetzt wenigstens 10 verschiedene Pokémon gefangen? Super, ich bin so stolz auf dich. Einfach klasse, das hast du dir redlich verdient. Wieder packt VM05 in die VM Blitz. Bla 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 bla. Bla bla bla. Kann ich überhaupt irgendeins von meinen Pokémon lernen oder muss ich jetzt in den Vertania-Wald und ein Pikachu suchen? Gibt es das in meiner Edition überhaupt? Ja, es müsste es geben. Ich glaube, es gab es tatsächlich nur. Nein, Mr. Krabs kann es lernen. Mr. Krabs ist der ultimative. Sklave. Naja. Mr. Krabs muss ja auch irgendwie. Geld verdienen. Ja, der tut einfach die Leute blenden mit dem Blitz und dann klaut er denen das Geld. Ach so. Mit dem Zerschneider. Naja, der Zerschneider ist, um die Geldbörsen vom Gürtel zu lösen und. Volles Arsch. Ja, ich will den Zerschneider einsetzen. Los, zerschneide den Baum! Zerschneide den Baum! Okay. Oh Gott. Wie kann ich mit meiner Erkältung noch so eine hohe Stimme hinkriegen, Alter, Papa? Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du mit der Stimme weitermachst, dann wo willst du eigentlich hin? Da hoch? Ja gut, okay, du kannst ja noch von Marmoria was holen. Was denn? Den Altbernstein. Hier war ich doch noch gar nicht. Hallo, so. Habe ich einen Stil? Du brauchst keinen Stil. Warum nicht? Weil du dir jetzt einfach den Altbernstein klauen kannst. Hi, na? Der Bernstein steht mit Goldhorn und ist durchsichtig. Psst, ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist Pokémon-DNS enthalten. Ich habe mich gerade beim Husten angeschmissen. Widerlich. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen es nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen? Yo. Früher lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Welches Pokémon-Labor? Hi. Du hast hinter dem Tresen nichts zu suchen. Naja, egal. Weißt du, was der Bernstein ist? Nein. Bernstein ist versteinertes Baumharz. Okay. Wieso gewinnt so unser besonderer Stolz sind 2 Fossilien von äußerst seltenen prähistorischen Bo und Caputo und Ammonitas. Das
Geheimnis des Raumes, das Rätsel des Planeten. Es gibt so vieles, worüber wir so wenig wissen. Was treibt uns an, noch mehr zu hinterfragen und nicht das Handtuch zu werfen? Der einzig erlaubte Wurf. Wie wäre es mit Geowurf? Hä? Nein? Was zur Hölle? Wie kommt man bitte auf so einen dämlichen Text, meinem Geowurf beizubringen? Oh mein Gott, was haben die Entwickler von Pokémon geraucht? Noch gar nicht, hier ist eine Pokémon-Arena. Das ist die erste Stadt. Oh. Okay. Ja, ich würde sagen, Orientierungssinn lässt grüßen. Hi, na. Ist ja schon ein paar Folgen und Wochen her, ne? Das war jetzt peinlich, stimmt's? Ach, egal. Na, nicht so sehr. Du könntest immer noch so tun, als hättest du das mit Absicht gesagt, dass du die Stadt noch nicht kennst. Ach ja, stimmt zwar alles. Natürlich voll die Absicht. Ich wollte euch übers Ohr hauen. Wo ist jetzt und hin? Guckt, wer auf. Ja, da runter oder nicht? Wo ist der scheiß Welt, du Litzreichs? Du weißt schon, dass du gerade am Anfang bist. Der Felstunnel ist da rechts. Rechts. Ja. Rechts. Noch weiter rechts. 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 Immer noch rechts. Oh. Hoch. Oh. Aha. Also muss ich zurück? Ja. Oh Mann. Die Kandidatin hält 100 Punkte. Hä, aber ich kann doch das blöde Relaxo gar nicht aufwecken. Muss doch gar nicht das blöde Relaxo aufwecken. Wie kommst du darauf, dass du das Relaxo aufwecken musst? Ja, weil es so ist. Schutz. Hab ich Schutz überhaupt? Wieso hab ich keinen Schutz? Weil du immer ohne Schutz machst? Ja, aber ich will jetzt nicht mehr ohne Schutz. Aber ich will jetzt auch nicht zurückrennen und den Zerschneider einsetzen. Ja, ich hab genug Schutzgummi bei Kingdom Hearts. Ja, das ist eh das Geilste. Hey, aber wieso baust du dir keinen eigenen Gummichat? Weil ich mir das noch nie gebaut habe und ich. Hast du bei Kingdom Hearts 2 gebaut? Nein. Warum nicht? Die sind voll cool, Mann. Bei Kingdom Hearts 2 kriegst du sowieso ständig automatisch eine Erweiterung. Ja. Und bei Kingdom Hearts 1 habe ich mir niemals die Mühe gemacht, mich auch nur ansatzweise damit zu beschäftigen, weil die Gummistrecken zum ersten total easy sind und nicht wirklich spannend. Und zum anderen, ja, ich schaff's halt ohne Probleme auch mit dem normalen Gummijet. Ja, das ist schon richtig, aber. Ja, aber was bringt es mir dann, es irgendwie umzubauen, hä? Burnermäßige Angriffskraft! Die ich wofür brauche? Für die großen Meteoriten, die du sonst 4 oder 5 Mal treffen musst, bis sie kaputt gehen. Den ich auch ausweichen kann. Ah, manchmal nicht. Ich fahr gleich weiter, ich muss gerade mich mit meinem Tempo abtrocknen, weil ich mein Trinken verschüttet habe. Ach ja. Trinken während der Aufnahme. Voll professionell, aber gut, mach ich auch. Ich bin voll professionell, hallo? Ja. Nicht. Du bist mindestens so professionell wie ich. Ich habe das jetzt in den 2 Jahren super gelernt. Ich meine, ich habe mich schon verbessert, aber von professionell bin ich nur meilenweit entfernt. Aber da habe ich auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Weil mein Laptop viel zu scheiße ist. Theoretisch gehe ich ja inzwischen auch bald auf die 2 Jahre zu. Was heißt denn theoretisch? Ja, 4 Monate noch. Oder what the fuck? Was geht bei dir? Auf welchem Level ist meins? Hallo? Ich weiß, es können hier sehr hohe Diktries kommen. Stirb, Mann! Du bist gefährlich. Stell dir vor, das Viech macht Intensität 10. Guck mal, wie böse das guckt. Ich bin Diktri. Das hat jetzt so geklungen wie, ich bin Batman. Ich bin Batman. Oh, wir sind schon bei 25 Minuten. Really? Kann mir gar nicht so davor. Okay. Ich hätte schon gedacht, ich wollte schon langsam fragen, wie lange geht der Part eigentlich? Bis zur Unendlichkeit. Nein, und ich will nicht. Viel, viel weiter. Was?
Was soll Lockduft vergessen werden? Jo, Mann. Wer braucht schon Lockduft, wenn er... Ich kenne keinen, der Lockduft einsetzt. Ja klar, 2 Sekunden von der Leitung. Leiter. Es gibt übrigens eine sinnvolle Anwendung von Lockduft, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß noch nicht, ob die in jedem Pokémon möglich ist. Bestimmt in der Safari-Zone. Naja, ja, auch. Ich glaube, du konntest sogar Lockduft außerhalb des Fights einsetzen, um Pokémon anzulocken. Ja, aber wer will das schon? Ja, wenn man doch nicht Pokémon immer loswerden will. Es gibt doch hier, glaube ich, da so einen Detektor oder so einen Kampffahnder oder sowas. Ja klar, ja, das ist ja viel klar. Besser, da kriege ich auch noch Geld. Ja, wenn du nur nicht zufällig ein seltenes Pokémon fangen willst. Dö. Hallo Orania City. Orania City. Ich will meine Pokémon heilen und dann den Pan-Man. Mach schon, Schwester Joy. Schneller, schneller. Viel schneller. Los, schneller. Okay, ich mach ja. Ding, ding, til, ding. Guck mal, du hast 6 Pokémon. Yeah. So viel habe ich auch fast insgesamt. Nur 1 ist noch auf dem Computer und 1 ist im Pokémon. Training da. Bei dem komischen alten Opi. So, Leutchen von Heutchen und morgen und gestern. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns übermorgen nochmal. Und, ja, zumindest bei diesem Projekt, sonst ja jeden Tag bisher, außer am Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ciao. Tschüss.